Ich bin Zart und wir sind heute bei der Festival der Kulturen in Triesdorf. Wir informieren Menschen hier über Integration, Migration. Die Stimmung ist einfach hier schön heute, nach anderthalb Jahren. Wir freuen uns, dass es weitergeht. Einfach nochmal das Gefühl haben, dass solche Festivals möglich sind, auch in Zeiten von Corona. Ich finde das Infomobil vom Kolping total super. Das bietet einen sehr niederschwelligen Zugang zu den ganzen Themen, die ihr vermitteln wollt, und macht das wirklich gut. Es gibt diesen tollen Kickertisch, der Diversität ja wirklich vorlebt. Da gibt es alle Farben und sogar Frauen als Spielfiguren, was ich persönlich sehr schön finde. Und das Puzzle, das Weltkartenpuzzle, ist toll. Also man entdeckt da Länder, von denen man nie was gehört hat. Und es fällt mir persönlich schwer, alles zu sortieren und die Welt in Ordnung zu bringen. Mein Name ist Nedar Rasho. Ich bin ein syrischer Kurde aus Afrin. Ich bin mit Kolping seit 2019. Das ist mein erster Einsatz nach dem Corona. Ich finde es sehr toll, dass wir heute hier im Triesdorf sind, in diesem schönen Tag, dass wir mit Kindern und Erwachsenen über das Thema Flucht und Migration und Integration berichten und schildern. Wir stehen jetzt gerade hier vor unserer neu gestalteten Klingelschilderwand. Hier seht ihr die verschiedenen Klingelschilder kombiniert mit verschiedenen Bildern, die alle Räume und Orte zeigen, die geflüchteten Personen, die wir interviewt haben, in ihrem beruflichen Leben oder in ihrem Alltag besonders wichtig sind. Die Geschichten dazu haben wir euch auch aufgeschrieben, die findet ihr hier an der Wand. Und wenn man hier mal drauf drückt zum Klingeln, zeigen die Klingelschilder durch Leuchten an, welche Geschichte zu welchem Bild gehört. Im Alltag begegnen uns manchmal rassistische Aussagen oder Vorurteile, sei es auf Elternabenden, auf Familienfeiern, im Bekanntenkreis oder einfach irgendwo im öffentlichen Raum. Da dann irgendwas drauf zu antworten, das ist manchmal gar nicht so leicht. Vielleicht, weil man sein Gegenüber gut kennt und gerne mag, weil man sein Gegenüber gar nicht kennt oder weil die Person, die das gesagt hat, es vielleicht überhaupt nicht verletzend gemeint hat. Es ist aber total wichtig, dann trotzdem etwas zu sagen. Dafür wollen wir mit unserem neuen Memory eine kleine Hilfestellung leisten. Hier unsere Memory-Karten haben kleine Überbegriffe drauf, die verschiedene Konzepte vorstellen. Zum Beispiel beleidigende Aussagen, verallgemeinernde Aussagen, Aber-Aussagen und, und. Wie man dann auf diese Aussagen antwortet, kann man hintendran beispielhaft finden. Das sind natürlich nicht alle Antworten, aber wir möchten gerne kurze Antwortsätze und Strategien vorgeben, die vielleicht zum Nachdenken anregen und beim nächsten Mal helfen können, in so einer Situation dann zu kontern, ohne das Gegenüber vor den Kopf zu stoßen. Ich finde es toll, dass Kolping zum Beispiel Bücher hat über Flüchtlinge, sich sehr einsetzt und möchte, dass die Freiheit hier in Deutschland finden, und Kolping hat auch einen schönen Kicker. Man kann auch zum Beispiel an dem Basteltisch gibt es Bastelsachen, Papier, ganz viele Stifte, sogar einen kleinen Kreisel. Da kann man basteln, malen und schreiben, das finde ich schön. Ja, also ich finde es sehr schön, also dass die Menschen alle hier hingekommen sind. Und ich finde die Spiele für Erwachsene und Kleinen auch sehr gut. Also ich finde es sehr schön, also dass sie so etwas gemacht haben. Und ich hoffe, dass die Leute alle Spaß haben.